ist eine gute Idee, wie sie es umgesetzt haben. Schlussendlich. So, ich glaube, Feuerwehr wäre erstmal das Wichtigste wieder. Bevor wir hier wieder anfangen, groß irgendwas aufzubauen. Und natürlich gucken, an welche Ecke wir das perfekt setzen können. So ist halt bis jetzt alles davon betroffen. Gut. Da war es das dann auch schon wieder mit der Kohle, ne? So, da weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf, was da neu ist. Wollte ich eigentlich gar nicht erst nachgucken. Stadtfülle könnten wir uns schon mal einzeichnen. So. Passt ja auch, Hauptplatz. Ist ja auch bis jetzt der Hauptplatz. Passt ja. Passt irgendwie schon. So, das wird hier wahrscheinlich so auf der Größe sein. Okay, die brauchen Strom und Wasser. Gut zu wissen. Die brauchen Strom und Wasser. Dann werden wir die einfach verbinden. Mit der Fahrt. Kann hier halt Industrie gebaut werden bis hierher. Nur Wasser müssen wir uns drum kümmern. Und dann können wir hier auch ansetzen, bevor ich das wieder ganz vergesse. So halbwegs ansetzen. Ich finde das so, auch so schön, wenn die so schräg angesetzt werden. So ein Stil, finde ich. Sind die nicht alle schräg und sind alle quadratisch gehalten? Dann haben die auch einen Stil. So, die wird zum Beispiel dann hier mit der halt verlaufen, zusammen mit der Straße. Aber das sieht dann halt auch cool aus. Die wird mit der jetzt hier zusammen verlaufen. So dann. 1020. Jetzt können wir, wenn wir wollen schon, da Industrie ja noch gefragt ist, auf jeden Fall schon mal die Industrie ein bisschen nachhelfen. Genau, die hat er jetzt. Da wird er schon sofort baut. Also immer alles. Halt nur noch mal mit Wasser nachgucken. Bevor hier wieder ein Water-Problem ist. Ja gut, dann setzen wir erstmal nur hier rüber. Weil wir ja nicht genug Geld haben. Okay, warten wir halt noch länger. Hier möchte ich dann so später ein paar Bäume mehr reinsetzen, dann sieht das auch ein bisschen schöner aus, so wie hier. Da fehlt mir halt einfach ein bisschen was. So, Richtlinien aufstellen. Naja gut, großartig brauchen wir jetzt nicht was. Stromverbrauch, Wasserverbrauch ist halt so. Ist halt alles, was Geld kostet. Man sieht auch perfekt, wo die Räumfahrzeuge durchfahren, wo sie noch lang müssen. Aber was. Naja, so. Räumfahrzeuge laden eigentlich nie Schnee auf, ja. Die sind halt einfach nur dafür da, um alles wegzuräumen, von A nach B zu transportieren oder an die Seite ranzukehren. Finde ich dann halt so, na gut, okay, ist halt ein neuer Abzweig. Okay, kann man so sehen, wie man möchte. Ist natürlich die Frage, wie viel das, wie schnell das wegschmilzt, ne? Weil sind halt alles Minusgrade die ganze Zeit, dann kann es nicht wegschmilzen. War klar, dass irgendeiner nach Wasser schreit. Es war mir sowas von klar, dass die Ecke nicht funktioniert hier. Ich wollte aber nicht so viel Kohle ausgeben gleich.
Du hast doch Wasser. Komm, reg dich jetzt nicht auf. So, das hier lasse ich komplett frei für Parks. Da muss ich mal gucken. So, das sollte nicht passieren. Dann kommt hier einfach wieder Gewerbe hin. So, und im Winter wird die Feuerwehr gebraucht. Das ist halt auch immer so, finde ich so irgendwie lustig, obwohl es schneit. Also, ich ist ja in Realität genauso. Aber es schneit und es bricht Feuer aus. Ja, es wird die Feuerwehr gebraucht. Das ist halt so eine. Das ist so eine Sache, die ich halt immer. Wo ich halt immer ein bisschen schmunzeln muss. Aber es ist ja richtig, es passiert oft genug, dass das Ganze nach Feuer ausbricht. Auch wenn Winter ist. Tannenbäume fangen an zu brennen und so. Ist halt so, aber ist halt immer so ein bisschen, finde ich, zum Schmunzeln, so beim Winter. Die Räumfahrzeuge machen ordentlich frei. Wird bloß noch hier. Und die ersten schreien nach Strom wieder. Haben wir wieder echt keinen Strom? Das ist doch zum Kotzen, ist das. Ja, schon was bringen die neuen Dienstleistungen, wenn ich keinen Strom mehr habe. Wann kommt der neue Meilenstein? Bald. Auch Kohle. Strom, ne? Ja, ne. Brauchen wir ein bisschen Strom. Ein bisschen Strom. Hinterherfahren ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, der eine ist voll, sonst würde der die Rundumleuchte noch anhaben, oder? Ne, der hat 1%. Der ist voll, oder was? Nee, warum hatten der einen die Rundumleuchte an und die andere nicht? Du wärst scheiße. Boah, voll mitgenommen hat er dich. Das geht ja mal gar nicht. Sich auch nicht, doch hier muss so irgendwas. Was ist, ach nee, es ist Gefängnis standardmäßig, okay. Gut, gut, gut. Ich hätte jetzt gerade gedacht. Den könnte ich mir auch noch nehmen, den Kredit. Ja, dann pass auf, dann machen wir das so und zahlen denen dann mit. So, dann haben wir noch ein bisschen Kohle. Geben das erstmal für. Ein bisschen Bildung aus und dann werden wir mal weitersehen, ne? Dann müssten wir auf jeden Fall für Strom sorgen wieder. Also Strom, das ist so bei Cities Skylines das meiste, was mich ankotzt. Strom, 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 Strom. So, da sitzt jetzt wieder so x-tausende von hin. Nur damit du wieder ein bisschen Beleuchtung kriegst. So. So, da geht schon mal wieder die meiste Kohle flöten, ne? Weiß auch nicht, ob das ausreicht. Wenn nur für kurze Zeit. Gut. Polizei oder Krankenhaus? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, Krankenhaus ist wichtiger als die Polizei. Ich hab da die. Ja, wir haben gesetzt. Das war dumm von mir, da die Feuerwehr hinzusetzen. Das war sowas von dumm von mir.
Nicht genügend Geld, was willst du denn? 2000? Oh Gott, ey, komm. Das ist doch auch übergreifend, oder nicht? Fast. Da muss noch was ganz Kleines entstehen und dann funktioniert das. Da brauche ich mich nicht wirklich drum kümmern. Prozent und das müsste eigentlich mehr sein dann, oder? Also rein theoretisch müsste hier mehr als 1%, also 1, noch was sein. Mehr Schnee als Müll. Das auf jeden Fall. Dann sparen wir uns jetzt erstmal die 12.000 zusammen, ne? Machen wir eine Stufe schneller. Müssen wir eh bald unseren Meilenstein bekommen. Ah. Was kommt dann? Hausverbot, Parks und Freizeitmöglichkeiten, das machen wir auf jeden Fall. Und die Oberschule nur. Ist halt auch nur wieder für unser Geld wichtig, interessant, was wir da kriegen. Der nächste Meilenstein wird sehr interessant, aber dieser jetzt noch nicht. Ist ja nicht so schlimm. Und zack. So, jetzt haben wir 29.000. Ja, das bringt uns leider nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt haben wir erst das zurück und dann machen wir das. Die Kohle haben wir gar nicht dafür. Ne? So. Jetzt sind wir die da noch hin. Da kommt gar nichts an. Ja, gut, okay. Können wir leider nicht ändern. Dann nutzen wir die Kohle erstmal, um einen aufzustellen nur. Den Rest geben wir für Straßensysteme aus. Denn die möchte ich jetzt auch mal langsam zu Ende bauen. Gut, dann machen wir hier weiter. Bis. Müssen wir leider einmal so ransetzen. Anscheinend geht es nicht anders. Scheiße, wir müssen so eng bauen, ne? Dann kriegen wir da nochmal. Ich glaube nicht, dass wir da sonst noch eins hinkriegen. Ne, es würde sich auch gar nicht lohnen. Machen wir an der Stelle einen Cut und machen wir das hier einfach so. Dann geht das auch und hier. Ja, ich weiß nicht, ob sich das großartig lohnt. Würde ich eher schräg setzen. So würde ich es setzen. Dann gucke ich mir mal ganz schnell die Anfahrten an. Ja, die sind auf jeden Fall top versorgt, sogar oben jetzt noch. Ja, bei der Feuerwehr ist es leider was anderes. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal was setzen oben. Die Polizei, ja, knapplich müsste das auch noch gehen. Wir könnten die verbinden, ich glaube, dann würde das sogar noch besser gehen. Aber ich weiß nicht, bei der Feuerwehr, ich glaube, bei der Feuerwehr bringt selbst das nichts. Ja, mal gucken. Dass bei der Feuerwehr selbst was bringen sollte, ne. Ja, da oben fährt sie gar nicht mehr, wenn dann hin. Eine dumme Idee, ich müsste die eigentlich verschieben. Obwohl, die ist hier auch schon rot. Was kostet die? 12.000. Wir haben nur noch 4.000, sonst hätte ich jetzt gleich sofort gesetzt. In dem Fall nicht. Ja gut. Ne? Das wird noch gesucht. Parks können wir... Doch, Parks können wir schon... $5.000, $7.000, $15.000, $1.000 haben.